Moinsen. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier sind wir wieder, eure Becky. Und der Michi. Ich dachte Spencer. Ja, hast du das Drehbuch wieder nicht gelesen? Ja. Ja. Da sind wir wieder an diesem wunderschönen, herrlich warmen... Ist irgendwie fies, ne? Ja, das liegt am Sahara-Staub, habe ich heute Morgen erst noch gelesen. Es sollte jetzt über die Ostertage zwar 20, 25 Grad warm werden, ja, aber die Wärme kommt gar nicht durch den Staub in der Atmosphäre durch. Ich wollte gerade sagen, Staub müsste, Sahara klingt erstmal warm. Ja, der Sand aber nicht. Ach so. Ja. Naja, in der Sahara ist es ja nachts auch kalt. Eben. Ja. Also, ja, schönen Ostern, Ostersamstag, herrlich, wunderbar. Deswegen melden wir uns auch heute, weil der Monat ist zu Ende. Also eigentlich erst morgen, aber morgen ist Ostersonntag. Mhm. Und am Montag wäre dann ja der 1. April. Ich freue mich schon so. Ich nicht. Der Papa spielt nämlich immer lustige Streiche. Ja, und da wäre eigentlich, aber da ist ja halt Ostermontag, deswegen gibt's da auch, deswegen haben wir gesagt, schieben wir heute Samstag dazwischen, ist ja egal, da habt ihr was Schönes zu gucken. Falls ihr schon alle Eier gesucht habt, könnt ihr euch hier angucken, welche Filme neu in die Sammlung dazugekommen sind. Genau. So, und da ich ja grundsätzlich alle, ist das Lillys T-Shirt? Ist nein, das, wir hatten... Zweimal, ne? Genau. Ja. So. Und, Frotzen Empire. Ja, da will ich auch noch gucken gehen. Frotzen Empire, den neuen Geisterjäger-Film. Ja. So, aber darum geht es ja gar nicht. Geisterjäger. Die Geisterjäger. Ja. So, aber ich befürchte, ich muss zuerst Chantal gucken gehen. Ah. Mit den Kindern. So, die Neuzugänge unserer Filmsammlung. Und Becky sitzt hier, weil die präsentiert wahnsinnig gerne neue Filme. Nein. Doch? Wirklich? Nein. Nein. Aber... Wir machen ja zusammen das Format, was wir in den letzten Tagen, Wochen, Monaten oder zu besonderen Anlässen geguckt haben. Und ihr wisst ja, wenn ich einen Film neu in die Sammlung reinhole, wird der zeitnah geguckt. Und wir hatten Gelegenheit, viele dieser Filme zusammen zu gucken. Ja, bei manchen bin ich zufällig dazugekommen und manche wollte ich auch sehen. Ja, und dann gibt es noch ein paar. Die dann musstest du alleine. Die muss ich ganz alleine gucken. So, ja. Wir fangen einfach mal mit den Neuzugängen an. Die sind heute erst in der Post gewesen, deswegen auch noch verpackt. Ich mach das für dich. Das ist sehr lieb von dir. Das war einmal Baby Assassins Teil 1 und 2 im limitierten Mediabook mit einem exklusiven Cover Artwork. Kann ich so noch nichts zu sagen. Der kommt aber auch erst in 3 Wochen, glaube ich, in den Handel. Wenn ich mich nicht sehr irre. Ich wusste überhaupt nichts über die Existenz dieses Films, also kann ich dir da überhaupt nichts zu sagen. Ja, ich wusste das, wenn man gefragt hat, hier, wie sieht's aus, können wir dir das schicken, packst du aus. Kommt in den nächsten Tagen ein Unboxing. Mhm. So, das gleiche gilt für den hier, River. Ich bin die anreiche Dame heute Morgen, also wenn ich euch so ein bisschen näher komme in regelmäßigen Abständen. Bist du die Animierdame? Die reine mache. Oh. Nee, ich bin keine Frau. Reine Mache, Frau. Das ist River, The Time Loop Hotel. Auch von dem Film habe ich bisher nicht viel gehört. Es ist wohl ein japanischer Film. Ich hoffe, dass das sowas ähnlich Cooles ist wie, ne, den ich auch hier vom Bushmedia vorgestellt habe. Ja. Mit dem Fernseher. Mit dem Fernseher, mit dieser Timeschleife. Das, was eigentlich als Theaterstück ist. Richtig, oh, genau. Oh ja, das da habe ich auch ein bisschen was von gesehen. Geiler ich Film. Aber leider den Namen auch vergessen. Geiler Film. Und das, was ich davon gesehen habe, war unglaublich, extremst es geil. Es war geil. Ja. Also Bushmedia. Weißt du was, du wirst hier einfach, während wir schwaden, du bearbeitest das ja noch sowieso. Dann nee, da blendest, macht nichts. Nee? Nein, ich meine, du blendest dann den Namen des Films hier ein. Auch das nicht. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Oder so. Ja. Ja. Denn ich mache demnächst vielleicht auch ein Gewinnspiel. Ich habe ganz viel Zeug hier, was weg muss. Und da habe ich überlegt, Mensch, könntest du ja mal ein Gewinnspiel machen. Und zwar, wenn ich genug Abonnenten habe. Ich sag das jetzt schon mal. Abonniert jetzt, dann seid ihr unter den ersten 3000 Abonnenten dieses Kanals. Mhm. Und wenn ich 3000 Abonnenten habe, gibt's ein Gewinnspiel. Da werden dann Filme drin sein und Hörspiele drin sein und Comics drin sein und ein Autogramm von uns beiden auch, wenn ihr das haben wollt. Ich mach dann ein Foto und dann schicke ich das einfach mit. Und dann, es gibt Leute, die stehen da drauf. Ich weiß auch nicht warum, aber... Ne? Ansonsten sparen wir uns das. Oh, machst du dein Gesicht auf das... Auf das Bärenfellbild von
Burt Reynolds? Nein, ich stelle das Bärenfeldbild von Burt Reynolds nach. Wir haben kein Bild, wir haben kein Foto, sowas mache ich nicht, das machen andere, ich mache ein eigenes Bild. Geil. Mit mir auf dem Bärenfell. Wir kommen nochmal zu Ikea, wir brauchen ein Bärenfell. Ich freue mich so, wenn jetzt Zuschauer abspringen, wissen wir warum. Ihr müsst das Autogrammbild nicht nehmen, wenn ihr gewinnt. Ihr könnt doch sagen, komm, hier, pack das Fell wieder ein. Und das Bärenfell auch. Und dann machst du einfach, ne? Also, ja. Okay. Also, River the Time Loop Hotel. Da hatte ich mich gefreut von wegen vom Cover her. Oh, geil, endlich mal wieder ein Anime. Also, nee, Schatz, ist Schauspiel. Ja, ist okay. Sind echte Schauspiel. Ist real life. So. Jetzt kommen wir zu Mamas Film. Ja, dann war ich auf der Filmbörse. Nein, gar nicht wahr. Doch, ich war auf der Filmbörse, aber das kommt später. Wir beide. Mhm. Ja, das kommt später. Nein, diesen Film hier habe ich auf der Filmbörse gesucht, aber nicht gefunden. Mhm. Und da habe ich ihn dann bestellt. Ich habe den bestellt bei einem Online-Dienstleister aus einem Alpenland, das an Deutschland grenzt. Mhm. Denn hier in Deutschland ist der schwer zu kriegen. Und die sind ja drei Filme. Da werde ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, denn dazu wollte Becky ein Special machen. Vielleicht sagst du auch mal was dazu. Du hast doch gesagt, du willst da ein Special zu machen. Ach so. Dann präsentieren mal selber. Nein. Okay, ich halt hoch und du präsentierst. Nein. Es ist die Gates of Hell Trilogie von Lucio Fulci. Die wollte ich haben. Bestehend aus Das Haus an der Frieden. Ja, dann. Ein Zombie hing am Glockenseil. Genau. Geisterstadt der Zombies und das Haus an der Friedhofsmauer. Genau. Ja, ich habe eigentlich da mal wieder von hinten angefangen. Ne? Ist auch schön. Ja, genau. Weil das Haus an der Friedhofsmauer viel zu jung, viel zu früh, viel zu Achso, ich dachte jetzt die Reihenfolge jetzt nicht eingang. Gut, also. Ja, klar, ich habe damals als junges Ding das Haus an der Friedhofsmauer gesehen. Ich glaube, man versteht die Filme auch ohne Vorkenntnisse. Ja. Ja. Oder auch nicht. Ja. Also. Da gibt es also demnächst ein Special zu und dann kriegt ihr auch ein Unboxing. Ich habe es ja schon ausgepackt. Ich packe ja hier nur Filme aus, die ich auspacken muss. Also Filme, die ich mir selber kaufe, packe ich nicht aus. Ungern. Ungern, ja. Und das hier ist halt ein schönes Mediabook mit allen drei. Ja. Ist auch schon was älter. Trotzdem ist das dann in dem Präsentationsvideo mit dabei. So, dann habe ich mir ein bisschen was bestellt bei Wicked Vision. Geschichten mit Augen. Geschichten mit Augen, wobei hier ist gar kein Auge drauf. Nee, das hat mich auch total... Das ist nämlich das Sublabel Rawside von Daniel Perret. Mhm. Und zwar ist das der Ice Cream Truck. Mhm. Der ist gerade ganz günstig zu kriegen. Überhaupt hat Wicked Vision gerade ganz tolle Sonderangebote. Und zwar von Karfreitag bis einen Monat später. Guckt mal rein, lohnt sich. Und der hier ist echt günstig. Es sind aber nur noch ein paar da. Also, wenn ihr den haben wollt, greift zu. Achtung, Spoiler. Da ist auch eine Bums-Szene mit drin. Eine Bums-Szene? Ja, so Liebe also, ist das nicht. Ja, aber also der Film... Ich fand ihn okay. Er war nicht gut, aber er war ganz okay. Da geht's halt um einen... bevor ich es vergesse, ja, hier haben wir, jetzt kommen ja die Filme, die wir schon kennen. Ab hier gibt's Spoiler zu verschiedenen Filmen, weil wenn wir über die Filme erzählen, dann spoilern wir auch. Also, bei Ice Cream Truck, da geht es um eine junge Frau, die ist in eine Vorstadt gezogen, wartet auf ihren Mann, der kommt auch in ein paar Tagen nach und da fährt die ganze Zeit so ein Ice Cream Truck hin und her. Ja, die junge Frau, die da mit ihrer Familie hingezogen ist, die hat ein bisschen, ja, die ist ein bisschen unglücklich mit ihrer Situation. Sie trauert ihrer Jugend hinterher und sie lässt dann halt eben noch verschiedene Renovierungsarbeiten im und ums Haus verrichten. Also das war die Stelle, wo ich dazugekommen bin. Und der jugendliche Sohn der Nachbarin, der hat gerade seinen College-Abschluss gemacht, der ist Gärtner und Dope-Händler. Und die machen sich gegenseitig schöne Augen. Ja. Ne, schöne Augen haben sie ja beide. Ja. Sind beide nett anzusehen, ja. Menschen, und vor allen Dingen, danach haben wir dann auch mal das Alter der Figuren gegoogelt. Und ja... Hätte ich nicht gedacht. Nein. Also da sind wirklich 10 Jahre dazwischen. Ich dachte, sie sind dann doch ein Alter. Ja, und vor allen Dingen das Alter der Dame, das ist... die hat sich sehr gut gehalten. Ja, so wie du. Nein, viel, viel besser. Die ist ja auch jünger. Nein. Bisschen. Ja, zu dem Zeitpunkt aber... Ja, 2017, ne? Ja, zu dem Zeitpunkt war... Zu dem Zeitpunkt war besagte Mami, Milf, es war, ist wirklich eine Milf, so, war sie 37 und man sieht ihr das, ja doch, wenn man es weiß schon ein bisschen, aber
aktuell ist sie dann dementsprechend 7 Jahre älter, aber wie gesagt, die hält sich sehr, sehr gut. Die hielt sich zu dem Zeitpunkt hin. Wer wüsste ja nicht, wie sie heute aussieht. Mhm. Warum der Film jetzt bei Rawside erschienen ist, das sind ja Filme... Es ist ein Slasher. Rawside sind Filme, die haben keine Altersfreigabe. Ne? Da hat man auf die FSK verzichtet. Aber ich denke, der hätte eine 16er-Freigabe wäre bestimmt drin gewesen, weil so brutal ist der nicht. Ja, dieser Eiscreme-Wagen-Mensch, der schlachtet halt Leute ab. Ja. Das war's. Also Story ist jetzt nichts, also zumindest was den Eiswagen angeht, nicht so wirklich toll. Mhm. Die Story hintenrum mit der Dame und mit den Nachbarn und so, das ist ganz interessant, aber ich fand jetzt auch nicht wirklich, das ist auch nicht wirklich ein Horrorfilm. Nee. Aber kann man gucken, ist ein Slasher, ja, ein leichter. Also für einen kleinen Slasher-Hunger zwischendurch. Und wie gesagt, ist nicht teuer. Schaut mal bei Wicked Vision rein und kann man machen. Wicked Vision rules. So, dann haben wir hier noch, auch ganz neu, Meteor. Kommt jetzt am Donnerstag in den Handel. Ist das Sean Connery? Ja, das ist Sean Connery. Aber nicht nur Sean Connery ist hier mit dabei. Nee, ich sehe den Film gerade das erste Mal. Ach so, ja. Ja, ich kenne ihn. Das ist mit ganz vielen Bildern, du siehst schon, ne? Hier ist nicht nur Sean Connery dabei, sondern auch... soll ich lesen? Haufenweise. Ich habe doch meine neue Brille, aber jetzt ist leider zu dunkel. Das ist ein ganz großer Cast. Das ist ein Katastrophenfilm, da rast ein Meteor auf die Erde zu. Ja, der Cast steht ja auch hier oben. Ja, das sind 4 von denen. Aber ich habe hier unten den... Ja, aber Henry Fonda ist zum Beispiel auch dabei als Präsident und der steht nicht oben drauf. Ne? Ach so. Nee. Ja. Ja, und die Amerikaner sehen, okay, Mensch, wir müssten da oben den Meteor, der auf die Erde zurast und die Erde vernichten wird, wir machen die Amerikaner Atomsprengkopf, klar, ja. Ich jage meinen Atomsprengkopf hoch, das Dumme ist nur, das ist 1979, mitten im Kalten Krieg und die Atomsprengköpfe könnte man eventuell noch für jemand anderen gebrauchen, also muss man mit den Russen reden. Lass mich raten, weil die halten ja den Meteor auch vor der Bevölkerung die ganze Welt würde vernichtet. Ja, klar, ja. Um eine Massenpanik dann zu umgehen, verständlicherweise, halten die das geheim. Und dementsprechend, nein, nicht? Kannst du nicht mehr geheim halten. Wie gesagt, ich kenne den Film nicht. Ja, jedenfalls müssen die... Ach, ist das so wie die Szene bei den Simpsons, wo man den schon Tage vorher anrasen sieht? Ja, es ist jedenfalls so, dass die einzelnen Nationen... Die haben ja viel geklaut, ne, die Simpsons, muss man ja mal sagen. Dass die einzelnen Nationen, die da im Krieg oder auch im Kalten Krieg, die müssen halt ihre Differenzen beilegen, um der globalen Bedrohung entgegenzuwirken. Das ist eigentlich ein Film, den wir jetzt gerade im Moment genau gebrauchen können. Ich will keine globale Bedrohung. Ich will überhaupt keine Bedrohung. Alles wird gut. Das ist ein Katastrophenfilm aus den 70ern. Ja. Die sollen doch jetzt wieder alle gut sein. So. Ja, so. Haltet auf. Den Schluck. Ich habe ja hier extra, ich muss mal gerade einen Schluck. Ja. Hast du eigentlich Earl Grey trinken. Heiß. Natürlich. Hast du eigentlich die Kanne aufgefüllt oder hast du dir einen einzelnen Kaffee gemacht? Oder Tee? Ich habe meinen einzelnen Kaffee. Nee, ich habe eine Kanne gemacht, aber nur mein. Das hast du aufgefüllt. Ich müsste das in die Kanne füllen. Ach so, ist noch in der Küche. Okay, sehr gut. Aber kriegen wir schon weg. Ja. So, dann haben wir. Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. So, dann haben wir hier noch Kingdom 1 und 2. Mhm. Ein japanischer Film über. Über chinesische Kriege. Ja, basierend auf einem japanischen Anime, auf einem Manga. Mhm. Die haben auch eine eine Anime-Serie dazu gemacht und darauf basiert halt dieser Film. Filme sind 2, Teil 1 und 2 sind hier drin. Jo. Ich hab's noch nicht gesehen. Kann ich nicht viel zu sagen. Aber die Trailer zu beiden Filmen sahen geil aus. Und ich habe mir auch ein bisschen was durchgelesen. Das ist halt zur Zeit der vielen Königreiche in China. Mhm. Und die bekriegen sich. Und das ist halt eine Kriegsweise. Und der möchte aber der größte General dieses einen Königreichs werden. Mhm. Und er zieht dann halt in die Schlacht und an der Seite des zukünftigen ersten Kaisers von China. Also ist, ja, aber wie der Film ist, kann ich euch nicht sagen. Also um was es hier geht, ja, aber ich habe die Filme noch nicht anschauen können. Auch so! Auch so ein Wunsch von Mama. So, dann waren wir, wie gesagt, wir waren auf der Filmbörse in Neuss Anfang des Monats. Mhm.
nach wie vielen Jahren war das jetzt dein erster Besuch auf der Film, auf einer Filmbörse? Ich war schon mal mit dir in Neuss auf der Filmbörse. Das ist aber schon Jahre her. Ja, da haben wir noch nicht hier gewohnt, glaube ich. Also, wir fahren nach Neuss. Ja. Wir nehmen diese Tortur auf uns, haben währenddessen ein schönes Hörspiel gehört, über das wir demnächst auch an dieser Stelle berichten werden. Und haben 20 Euro Eintritt bezahlt, weil das Early-Bird-Ticket gibt es nicht mehr. Du bezahlst jetzt auch als Late-Bird, bezahlst du den vollen Preis, also 10 Euro Eintritt. Und dann habe ich noch eine Wurst gefressen und du hast Fritten. Mhm. Also insgesamt hat dieser Film jetzt 70 Euro gekostet, glaube ich. Ist ja egal. Cujo. Yeah. Ja, und der lag da überall rum, der lag in so vielen Versionen da rum und wir haben dann bei Yusuf, haben wir den hier liegen sehen und haben gesagt, Mensch, den nimmst du jetzt mit, Cover gefällt mir. Und dann habe ich erst später gesehen, dass das hier das Cover der Filmbörse ist. Nicht von der Filmbörse, sondern von einer anderen Filmbörse. Das hier ist quasi Cover J. Könnt ihr A, B, C, D, wie viel es da gibt. Ja, ist halt ein Hundefilm, ne? ja, Stephen King. Es geht da quasi um eine Frau, die mit ihrem Sohn in einem schrottreifen Auto, das nicht mehr anspringt, auf dem Hof des Mechanikers steht. Der ist aber in Urlaub gefahren und der Hund hat sich unglücklich, nein, gar nicht wahr, die Frau ist in Urlaub gefahren. Der Mechaniker wurde schon von dem Hund umgebracht. Der Hund hat dummerweise bei der Jagd nach einem Kaninchen ist er von der Fledermaus gebissen worden, hat Tollwut bekommen und hat zuerst den Nachbarn, dann das Herrchen tot gebissen und drangsaliert jetzt Frau und Kind. Ja. Ja. Ich wollte den Film haben, ja. Ich habe damals auch vor etlichen Jahren das Buch gelesen. Das Buch ging mir damals schon ziemlich nahe. Und ich bin gespannt, ob die das Ende des Buches in den Film integriert haben oder ob es ein anderes Ende gibt. Soll ich da jetzt nichts zu sagen? Nee. Weil ich habe ihn schon gesehen. Ja. Es sind ganz viele tolle Bilder drin. Hier, guck mal, ganz viele tolle Bilder. Ei, schön. Aber was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass vorne die ganzen Artworks auch drin sind, der Einzelne. Das heißt, man muss sich gar nicht für eins entscheiden, weil man hat sie alle vorne drin hier. Yeah. Ja, hier sind sie alle, die ganzen Artworks. Auch das habe ich nicht ausgepackt, aber vielleicht reden wir irgendwann mal über den Film. Und wenn ihr wollt, dass ich dieses Mediabook auch noch präsentiere, also dass ich das mal vor die Kamera halte, durchblättere und so, sagt das, dann mache ich das für euch. Macht der Papa ja sowieso gerne. Ja, aber wie gesagt, normalerweise nicht mit Filmen, die ich mir selber kaufe. Ja. Das hier fand ich jetzt aber wirklich schön. Also, ja. Ich fand auch den Tag mit dir auf der Börse schön. Das war auch schön, ja, mal wieder so allein. Ja. Ohne Pens. Ja. So. So, wir wären auch heute ohne Pens gewesen, aber es ist jetzt dazwischen gekommen. Für das eine Pens natürlich schön. Pens? Pent? Pant. Pant. Für das eine Pants. Pants. Genau. Für das eine Pants natürlich schön. Für das Mädchen. Genau. Das andere Mädchen, das ist jetzt allerdings traurig, verständlicherweise. Und hängt hier zu Hause. Sie durft nicht mit, jetzt sitzt das her und jetzt müssen wir lure, wie wir. Ja, naja. Jetzt müssen wir lure, wie wir Erwachsenenkram Kind sie recht machen. Jod, ne? Darum. Jod, Annemie, dann gucken wir und sehen. Also, der Film passt heute wie sagt man, wie eine Hand in den Handschuh. Oder wie aufgesprüht oder wie Arsch auf einmal, sagt man in Deutschland. Die größte Geschichte aller Zeiten. Die Lebensgeschichte von Zimmermanns Jupp, seinem Sohn. Und ja, wieso ist das? Aufpassen. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Von Geburt bis Wiedergeburt, alles mit dabei. In farbenfrohen Bildern, die auf dieser Blu-ray leider nur semi-gut rüberkommen, weil man hat hier irgendwie vergessen, ein neues Master anzufertigen, aber hey, ist ja egal, die Blu-ray von 2011 tut's ja. Ich tippe, reine Spekulation an dieser Stelle, wäre aber nicht das erste Mal, dass Capelet sowas macht. Die haben jetzt hier dieses Mediabook rausgehauen, mit einer Blu-ray, die, ich sag mal, nicht so ganz toll ist. Und nächstes Jahr, wenn der Film 60-jähriges Jubiläum feiert, wer weiß, ne? Da kommt vielleicht ein 4K-Scan und dann bringen die den nochmal raus. Im gleichen Mediabook, vielleicht mit roter Umrandung. Und aber Capelight hat das bisher dann auch immer so gemacht, dass sie dann auch nur die 4K Ultra HD-Disc für günstig anbieten. Die kannst du dann hier in das Mediabook reinlegen. Schmeißt du die DVD halt weg. Du bist aber heute sehr böse. Ja, ein bisschen. Also, man merkt ja, weil mich das echt an. Was denn dein? Ich finde das einfach nur, weißt du, man freut sich da drauf. Die bringen einen tollen Film.
manche Leute, ich fand ihn jetzt nicht so toll. Aber es, die bringen halt einen Film, einen Monumentalfilm raus und geben sich bei der nicht viel Mühe. Und das ist etwas, weißt du, wenn ich den doch neu rausbringe, ich meine, welchen Sinn hat das denn? Weil ja, das Einzige, was der neu ist, ist Bonusmaterial, ein bisschen die Verpackung. Ansonsten, wer den Film schon hat. Ja. Warum hat man denn die Chance nicht genutzt, wenn ich ihn doch neu rausbringe? Mal noch ein neues Master. Ja. So, das war's mit den Mediabooks. Jetzt kommen wir zu den Blu-rays. Wobei, nimm mal den übernächsten, genau. Dann machen wir erstmal die Sonderedition. Ja, da fällt auch runter. Ja, ich habe nämlich auch ein Steelbook hier. Mhm. Den gab es vorher schon als Mediabook. Und zwar ist das Barb Wire. Nenn mich nicht Babe. Mit Barbara Anderson. Ja, weil sie Barbara heißt. Ja. Ja. Mit Pamela Anderson Lee. Zu dem Zeitpunkt noch Pamela Anderson Lee. Casablanca mit Titten. Also, ja, im Prinzip, ne? Aber schönes Steelbook. Also, das gefällt mir. Ich mache mir nichts aus Steelbooks, aber das hier gefällt mir echt gut. Übrigens, ja, Fun Fact: Es gibt zwei verschiedene Versionen. Da ist aber nur der Schuber anders, ne? Das Steelbook ist in beiden gleich. Also, nur der Schuber hat halt noch ein anderes Artwork. Mhm. Ja, du bist kurz reingekommen, als ich den am Gucken war. Das ist geil, ne? Boah, ey, also, naja, okay, wie gesagt, ich saß da nur, an sich habe ich nichts gegen Endzeitfilme und sowas. Ja, wieso Endzeit? 2017. Wir erinnern uns. Ja, genau. Als der zweite amerikanische Bürgerkrieg das Land in Schutt und Asche gelegt hat. Ja, wir erinnern uns. Die Älteren werden sich erinnern, ja. Obwohl, wann war nochmal der Sturm auf das Kapitol? Es wäre fast so weit gekommen. Das war 21, ne, oder? Nee. Ich meine, ja. Nee. Ja, klar, natürlich. 21 war das. Und 25 ist die nächste Wahl. Ja, klar. 21. Als Trump abgewählt wurde. Stimmt. Als erste Mal. Ne? Ja. Also als erste Mal abgewählt wurde. Stimmt. Boah, ey, ja, stimmt. Wir haben ja auch schon 24. Fuck. Okay, Leute, mir fehlt ein bisschen. Also ich kam da dazu. Und habe mir das so ein bisschen angeguckt und weitergeguckt und ganz niedlich gefunden. Vor allen Dingen die ganzen, das Ganze von wegen, ey, das ist ja ganz genau wie Casablanca. Nein, es ist nicht genau wie Casablanca. In Casablanca, da geht es um Transitvisa und hier geht es um Netzhautlinsen. Ja. Mit denen man das Land verlassen kann. Ja. Das ist was ganz anderes. Ja, natürlich. Genau. Außerdem Humphrey Bogart hat da nicht mit einem Maschinengewehr auf Nazis geschossen. Nee, der hat andere schießen lassen. Doch, der hat Major Strasser erschossen, da fällt mir gerade ein. Major Strasser, doch, der hat Major, ich glaube, der, doch. Ja. Ja, siehst du? Huch, ja, Casablanca. Aber ich sag mal so, jetzt bei Casablanca zu spoilern, ist irgendwie auch, ich weiß es nicht. Also wer Casablanca noch nicht gesehen hat, Nachholen. Und dann gerne auch in Barb Wire reingucken und sich köstlich amüsieren. Mhm. Gerne. Pamela Anderson bietet an sich nichts Neues, weil alles hat man Jahre vorher schon in verschiedenen Playboys gesehen. Aber ihre schauspielerische Darbietung ist solide, wie man es aus Baywatch gewohnt ist. So. Ja, das war gut. So gut wie die Baywatch-Darsteller halt so sind. Sorry, ich mag Pamela Anderson. Ja. Punkt. Aber sie muss nicht unbedingt sprechen. Das macht ja eine andere. In dem Fall, ja. Wobei, stimmt, also so schlecht, wie es überall gemacht wird, ist sie gar nicht. Nein, der Film macht Spaß. Also Goldene Himbeere war hier absolut nicht gerecht. Die Goldene Himbeere ist doch sowieso so ein, ist doch Bullshit, genauso wie der Oscar. Ja, so. Kommen wir zu einem Oscar. Nein, ich habe hier, den habe ich mir auch Anfang des Monats gekauft. Der ist gut, haben wir aber schon vor längerer Zeit geguckt. Den haben wir genau wie den anderen. Ich hatte hier zwei Filme gekauft, die wir uns schon vorher auf Prime Video angeguckt haben. Ja. Deswegen, das ist es, ne? Also Streaming ist auch unter Umständen gut, weil man guckt sich den Film an und sagt, oh, den muss ich unbedingt haben. Mhm. Oder man guckt ihn sich an und sagt, gut, dass ich mir da das Geld gespart habe. In dem Fall ist es so, den Film habe ich gesehen und wollte ihn dann unbedingt haben. Schon alleine, weil da so viel an Winnetou erinnert. Ich bin ja so ein großer Winnetou-Fan. Ja, und wenn ihr an Winnetou denkt, an was denkt ihr? Ihr denkt an Lex Barker, ihr denkt an Karin Dorr, ihr denkt natürlich an Christopher Lee vielleicht nicht so. Ja, die Schlangengrube und das Pendel. Tut mir leid, also wenn ich an Winnetou denke, dann muss ich automatisch an der Schuh des Manitou denken. Hat mir alles kaputt gemacht. Ich kann die Winnetou-Filme nicht mehr ernst gucken.
Ich warte da immer auf Jacqueline. Wir reiten wieder. Und bin enttäuscht, wenn er nicht kommt. Du bist ein armer, armer Mensch. Ein sehr armer Mensch, dass du diesen herrlichen Winnetou-Film nicht abgewinnen kannst. Ich lass mir das nicht kaputt machen. Ich habe dir gestern gesagt, dass Winnie 2 1 lief, ne? Ja, den habe ich aber erst vor einem Monat gesehen. Hier, die Schlangengrube und das Pendel. Sehr frei. Sehr, sehr frei nach Edgar Allan Poe. Aber fucking gruselig, gerade am Anfang. Ja, also ich kann noch nicht verstehen. Der ist ab 12 Jahren freigegeben. Gibt es übrigens auch im Mediabook, aber das Mediabook hat mir nicht gefallen. Mhm. Da ist nämlich dieses Cover hier drauf. Ein Wendecover mit dem Mediabook-Artwork. Und sagt mal ganz ehrlich, ja, das ist, und wenn ich dann das haben kann, da weiß ich aber, was ich nehme. Ne? Mhm. Abgesehen davon. Ich glaube, da haben die sich in der Produktion vertan. Nee, ich glaube nicht. Nee, das sollte eigentlich das Mediabook-Cover werden und diese Fotokollage hier für die, ne? Ich stehe ja total auf diese gemalten Cover, ne? So geil. Ja, um was geht's? Die Schlangengrube und das Pendel. Ne? Ja. Also die kommen halt in dieses Schloss rein, der eine hat's geerbt oder sie hat's geerbt und er ist halt dabei und da spukt's. Ein bisschen. Puh, ja, geiler Film, also wirklich toller Film und atmosphärisch unheimlich cool. Die Szene am Die Szene am relativ am Anfang, wo die da mit der Kutsche durch den Wald fahren und die Leichen baumeln da von den Bäumen. Da wird einem schon anders. Unglaublich. Man sollte meinen, das wäre ein Film von Hammer. Mm. Ist es aber nicht. Es ist eine deutsche Produktion. Ist wirklich, ja, und war ganz toll. Ja. Ist, glaube ich, immer noch sehr günstig zu haben. Bei Onkel Jeffs Online-Versandkramladen. Mm. Und wenn wir schon dabei sind, der andere, der liegt da unten, den kommen wir gleich zu. Ich robb das jetzt nicht auseinander. Da unten der gelbe. Siehst du? Ja. Ah. Hier, ja, willst du doch? Ja, ich habe ich hab meine liebreizende Assistentin hier. Die kann den anderen Film, den ich mir da noch mitbestellt habe, dann präsentieren. Und zwar ist das, der war ja mit Christopher Lee und hier habe ich einen mit Peter Cushing. Hätten wir beide zusammen, hätten wir einen perfekten Hammer-Film, ne? Mhm. So haben wir nur Amicus. Und zwar ist das Embryo des Bösen. Den haben wir, glaube ich, erst vor 2 oder 3 Wochen an einem Samstag geguckt. Mhm. Und da waren wir noch so sauer, weil wir da keine Pizza hatten, ungewöhnlicherweise. Hatten wir nicht? Nee, was hatten wir da? Weiß es nicht mehr. Egal. Ja. Und den, wie gesagt, den haben wir an einem Samstagabend geguckt, wie es sich gehört. Mhm. Der ist auch atmosphärisch sehr, sehr, sehr dicht, sehr schön, sehr passend, sehr stimmig. Mhm. Sie ging mir ein bisschen auf den Sack. Aber, Wer? Lady von Griffin? Yes. Yes. Hm. Und im Grunde gibt es da, ja, ich glaube, der hat noch nie einen guten gespielt, oder? Wer? Hier Dingens. Herbert Lohm. Ja, das frage ich jedes Mal. Wenn wir einen Film mit Herbert Lohm gucken und der ist immer der Bösewicht, da kommt mir immer, der hat noch nie einen guten gespielt. Ne? Doch, der Rose-Rote Panther, also der Polizeichef. Oh, das hast du mir nicht gesagt. Ich vergesse das auch immer. Wir haben doch alle geguckt. Ja, egal. Ich gucke mit dir so viel. Ich habe noch andere Sachen im Kopf außer Filme und da wird es halt eben manchmal abgeheftet und da, ja. Ja, ist ja recht. Genau. Gut, ja, also das ist eine junge Dame und die hat einen, den Lord, Van Griffin geheiratet. Jetzt ist es aber so, dass der alte Lord, sein Opa, der hat halt, ja, ich sag mal so, der hat halt das gemacht, was englische Lords damals immer gemacht haben. Was dem Adel was der Adel sich damals rausgenommen hat. Oder reingesteckt. Jedenfalls, und schon haben wir eine 16er Freigabe auf dem Video. Naja, jedenfalls hat ihn da der alte Holzfäller, der alte Holzmichel von nebenan, hat ihn verflucht, weil er hat ihm die Hände abhauen lassen. Ne? Eine Hand. Ja. Naja, und jedenfalls, ich sag mal so, die Dame ist schwanger. Und der Lord Van Griffin hat jetzt Angst, dass der Fluch sich erfüllt. Ja. Also ruft er den Arzt, hier Dr. Van Helsing, nee, der heißt gar nicht Van Helsing, aber hier der Arzt. Und guckt es euch an. Geiler Film, richtig guter Film. Er ist gruselig, er ist toll anzusehen. Ja. Ist kein Hammer, ist ein Amicus. Habe ich schon gesagt. Nee. Ist von Amicus. Er ist toll anzusehen. Ich habe mir da die ganze Zeit gedacht, von wegen, oh,
ist das schön. Aber putzen willst du das nicht. Und heizen ist auch ein bisschen schwer. Ja, die Leute haben Personal. Ja. Gut, der alte Holzmichel wird wahrscheinlich nicht zum Stochen vorbeikommen, nee. Aber mit einer Hand ist auch schwer. Nee, der hat ja beide. Wird nicht zum Stochen vorbeikommen. Guckt euch den Film an, dann werdet ihr den gleich verstehen. Er stockt ja noch. Wir braten wieder. Später mehr. Oh, wenn er keine Gags bringen kann, er muss die der anderen immer versauen. War das ein Gag? Ja, es war ein Gag. Bitte schön. Entschuldige. Ja. Magst du jetzt was sagen? Nein. Jetzt kann ich nichts mehr sagen. Ich bin jetzt still. Du bist jetzt angepisst. It's your turn. Du bist jetzt angepisst. Komm, leg, erzähl weiter. Jetzt kribbelt es mich überall. Ameisen. Die Rache der schwarzen Königin. Ich sag, da passt du wieder. Das hast du perfekt. Die Rache der schwarzen Königin hier. Ja. Der grauen König. Junge. Boah, ey. Sag der Richtige, ne? Ja. Boah, ich sag nichts mehr. Ich habe den Film eh nicht gesehen. Hotel des Todes. Noch nicht. Hieß der, als ich klein war. Ich habe den als Jugendlicher. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn oft gesehen habe, weil ich konnte mich nämlich an kaum was erinnern. Eigentlich nur an 2, 3 Szenen. Und es ist quasi ein Tierhorrorfilm mit Ameisen, die über ein Hotel herfallen, weil da wird nämlich ein Casino gebaut, soll ein Casino gebaut werden. Und dabei haben die aber einen Ameisenhügel, also eine Ameisenkolonie quasi zerstört bei den Bauarbeiten. Finden die Ameisen nicht so cool. Und da ist die sogar eine Ameisengottheit? Irgendwie sowas? Nee, sie machen hier die schwarze Königin, aber nee, ist einfach nur, keine Ahnung, die Ameisenkönigin selber spielt gar keine Rolle. Also wir haben mal in den Film reingesehen zusammen. Und ich habe ihn ganz gesehen. Ja, und den Anfang, den fand ich schon recht heftig, weil, ach so, ja aber... Ja. Die Ameisen machen dann noch nicht einmal großartig was. Die greifen einen an, der fängt an zu kreischen und der andere will den retten. Und dann gibt's einen tragischen Unfall, wo beide dann ums Leben kommen. Und das fand ich so eklig. Jedenfalls, der Film fühlt sich an wie eine Seifenoper mit Ameisen. Das ist auch gut besetzt. Ich meine, es ist ein Fernsehfilm. Die haben da Fernsehstars aus Falkencrest und sowas mit reingebaut. Und da gibt es ganz viel Seifenoper-Elemente hier. Er geht mit ihr fremd und sie hat eine Affäre mit ihrem Chef und tralala. Und die Oma will das Hotel eigentlich gar nicht mehr verkaufen, weil das ist ja ihr Familienerbe und sowas. Und dann kommen halt die Ameisen. Die haben übrigens Superkräfte, beziehungsweise sind super giftig, weil die irgendwie, keine Ahnung, Godzilla gefressen haben. Irgendwas mit Abfall, mit verseuchtem. Aber mir meine Ameisengottheit absprechen, ja? Ist okay. Ja, die. Ja. Als Kind cool, jetzt mittlerweile vielleicht nur noch aus nostalgischen Gründen, kann man es so zusammenfassen. Er ist auf jeden Fall ganz gut gemacht und die Präsentation hier von Filmjuwelen ist auch gut. Also da kann man nicht, also wer den Film haben möchte, besser als hier kriegt er nicht. Okay. Aber macht den Film jetzt auch nicht viel besser. Falls ihr das jetzt klacken gehört habt, das ist alles, das ist nicht abfällig. Das ist hier, die Filme, die liegen wohlgebettet und sanft gehütet auf einem unserer Sessel. Also das, also lass die vielleicht 5 Zentimeter kontrolliert fallen. Wenn ich einen Film wirklich scheiße finden würde, würde ich ihn wegschmeißen, dann käme dieses Geräusch hier. Ja. So, ja, der kam auch heute, der gehört eigentlich noch dazu, liegt aber nicht bei den Mediabooks, weil es kein Mediabook ist. Und zwar ist das The Boogeyman Origins, der kommt jetzt auch raus oder ist jetzt rausgekommen, ich weiß es gar nicht. Den muss ich noch rezensieren, ich habe ihn noch nicht geguckt, der ist zwar schon ausgepackt, aber ich habe ihn noch nicht drin gehabt. Mhm. Wobei das auch Quatsch, Boogeyman Origins, ne? Weil die Älteren werden das wissen. Ich habe früher ja auch Filme gedreht und mein größter Erfolg war der Boogeyman. Aber anders geschrieben als hier, dann sogar den Titel falsch geschrieben. Ja. Aber klar, ist ein spanischer Film, ne? Glaube ich. Spanisch oder na, auf jeden Fall irgendwo, ne? Ich bin gespannt, weil das ist genau unser Thema für Samstagabend. Ja, aber heute gucken wir erstmal. Heute gucken wir. Kommt gleich. Weil jetzt kommt erstmal, was wir gestern geguckt haben. Ja, also hier Boogeyman, ne? Das ist so ein bisschen im Stil von S, von Stranger Things. Ich bin gespannt, ja.
Ach, hast du nachgelesen, ja? Nee, ich habe den Trailer gesehen. Ach so. Und ja, und natürlich habe ich die Pressemitteilung gelesen, klar. Ja, natürlich. Also damit wird ja hier groß geworben. Ich glaube, hinten steht es auch drauf. Hier, S und Stranger, da steht's. Hier, da, S und Stranger Things. Mhm. Aber in der Pressemitteilung stand es auch. So, okay. Weiter. Jetzt kommen wir zu dem, was wir gestern geguckt haben. Den haben wir uns auch, also ich habe mir den bei Wicked Vision bestellt. Und weil ich ihn schon lange haben wollte. Ich habe kein Muster gekriegt, warum auch immer. Also habe ich mir selber gekauft. Und zwar ist das Hochzeitsnacht im Geisterschloss. Haunted Honeymoon. Von und mit Billy Wilder. Ich habe mich köstlich amüsiert. Geil, oder? Der war echt gut. Ich habe mich köstlich amüsiert. Der war richtig gut, ja. Der war definitiv durchweg sehr gut choreografiert. Und da waren drei Gags drin, wo ich echt abgebrochen bin. Das waren war mehr gute Gags, ja, oder drei, wo sie halt wirklich laut gelacht hat. Genau, drei, da mussten wir auch Pause machen, weil ich damit kam ich nicht klar, weil das einfach so war. Und genau. Ja, komm, erzähl die Fenster, ja. Da ist diese kleine Haushälterin und der Butler, die sind verheiratet und es klingelt. Und die kleine Haushälterin, vielleicht 1,10 Meter groß, aber eine Persönlichkeit für 1,90, die rennt durch so einen langen Flur, rechts und links ganz viele hohe Fenster mit natürlich wehenden Vorhängen und die Kerzen daneben. Ich habe nur gedacht, ey, ich sehe es gleich brennen. Und die keift und motzt. Und wo ist er wieder? Warum muss ich hier immer alles machen? Und warum sind die Fenster immer auf? Und so, boah. Das war geil. Oh, ja. Da hat mich das erste Mal geschmissen. Und warum sind die Fenster hier immer auf? Es geht hier jedenfalls um ein Team von Radio-Hörspielsprechern. Mhm. Ja, wolltest du was sagen? Nur, dass du den Schluss nicht erzählen sollst. Nein. Und die wollen heiraten, die sind verlobt, wollen heiraten, aber Billy Wilder, der hat ein Trauma aus seiner Kindheit, was genau wird später erst geklärt. Mhm. Und seine Familie will ihn quasi heilen. Mhm. Jetzt ist seine Erbtante, gespielt von Dom DeLuise. Herrlich! Wunderbar, oder? Das wird heute, wenn es heute ein Remake von geben würde, dann würde Cam von Modern Family. Ja. Das war sein Vorbild. Wir haben Dom DeLuise gesehen und wir wussten beide, ey, das ist Cam. Das ist so toll, ne? Ja. Ist wirklich so toll. Definitiv. Ist aber auch eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Oder? Ja, auch, ja, so. Herrlich. Dieses Theatralische. Ja, geil. Ganz toll. Mhm. Sie glaubt jedenfalls, einer von ihren Verwandten ist ein Werwolf. Ja. Mehr wird da jetzt nicht verraten. Es ist ein geiler, ein super lustiger Film. Wie gesagt, von und mit Gene Wilder. Mhm. Wobei, wir hatten mehrfach den Eindruck, das ist von Mel Brooks. Ja. Wobei, definitiv. Ja, Mel Brooks und Gene Wilder, die sind ja miteinander, das sind verwandelt. Ja, Seelenverwandte, genau. Quasi. Ganz genau. So, super Film, ja. Großartig. Ja. Auch den gibt's gerade günstig bei Wicked Vision. Ja. Genau wie das hier. Hammer House of Horror, die komplette 13-teilige Serie. Es sind 13 Horror-Kurzfilme mit einer Laufzeit von 53 Minuten jeweils. Da haben wir erst eine Folge von gesehen. Zwei, ja. Wir haben einmal mit der Hexe das gesehen. Ja. Und mit dem Dinner, mit der Dinnerparty. Lecker, lecker, mit den Leuten, die da abgestürzt sind. Die Dinnerparty. Ja, die Dinnerparty fand ich nicht so toll. Geschmacklos irgendwie, ne? Ja, stimmt, die haben wir letzte Woche geguckt, ja. nach der Taufe meiner Nichte, genau. Ja, waren wir auch auf der Dinnerparty. Aber, tolle Serie, also was wir bis jetzt davon gesehen haben. Ich habe früher schon mal ein paar Folgen gesehen. Mhm. Es sind halt original Hammer. Ist nicht ganz im Stil der klassischen Hammer-Filme und sie spielen in der Gegenwart, also in den 70er Jahren, da wo die Serie entstanden ist. Mhm. Und jede dieser Kurzgeschichten ist in sich geschlossen, das heißt, man kann die kreuz und quer, so ähnlich wie Geschichten aus der Gruft quasi. Wobei mich hat es eher an Twilight Zone erinnert, so mit dieser Schlusspointe immer so. Ja. Also ist geil. Ja. Ist geil. Und auch, stimmt, da hast du letzte Woche nach der zweiten Folge gefragt und Twilight Zone gefällt dir echt nicht? Nein! Lass mich in Ruhe. Ja. Da schlag ich Bein. So, dann kommt der Film, den wir uns heute Abend angucken werden. Ja. Und zwar ist das, sag du mal, damit ich mich nicht wieder zum Affen mache. Netherworld. Netherworld. Netherworld, genau. Ja. Das Lustige dabei ist,
Immer wenn er gefragt hat, den haben wir ja schon ein paar Tage, ein paar Wochen, immer wenn er gefragt hat, von wegen, Schatz, wollen wir den gucken? Er hat mir vorher immer die Trailer gezeigt. Und irgendwie nach dem Gucken ist der Trailer immer weg bei mir. Der löscht sich automatisch, obwohl, während ich den Trailer gucke... Ist doch geil. Ja, aber immer wenn du dann gefragt hast, von wegen, Schatz, Netherworld, ich so, was? Wer? Haben wir Trailer gesehen. So, aber heute Abend bei einer schönen Pizza und ja, einer schönen Tasse Bier werden wir uns den zu Gemüte führen. Ja. Und ich sag mal so, Charles, ich freue mich schon. Charlie Band, ja, und Full Moon Entertainment, ja, und Wicked Vision. Ja. Ein Dream Team. Ist mal wieder Zeit für ein Band. Ja. Ja, abgesehen davon, ja, der ist limitiert hier, guck mal, ne, da ist auch so eine Sammelkarte mit dabei. Der ist dabei. Schön, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob den alle kriegen oder nur die ersten 200. Ah. Das ist nämlich auch neu, aber ja, ich bin, also der Film ist nicht neu, aber diese Veröffentlichung ist neu und ich freue mich auch drauf. So, dann habe ich hier noch einen Film mir gekauft, wo ich sage, den wollte ich auch so lange schon haben. Ich habe da so viel Gutes von gehört, aber ich kannte diesen Film gar nicht, außer vom Namen her. Da hat er mir auch den Trailer von gezeigt und ich dann quasi, wieso haben wir den Film noch nicht? Jetzt haben wir ihn. Ja. Ja, weil geguckt haben wir immer noch nicht. Ich schon. Ich habe den Glück, da lagst du nebenan. Und ich dachte noch, oh, die. Jetzt hört die, aber ja, jetzt müsst ihr das eigentlich hören. Stimmt. Und jetzt müsste die eigentlich gleich hier im Zimmer stehen. Nee, da hatte ich Kopfhörer an. Ja. Ah, ja, gut, ja. Deswegen kann ich jetzt auch nicht spoilern, weil sie ist ja, ne, so ein bisschen. Und ich möchte ihn ja auch mal gucken. Ja. Und zwar ist das Dead and Buried. Tod also und begraben. Tod und begraben. Genau. Da geht es um das kleine Dörfchen, Städtchen Potters Bluff. Und da sieht man am Anfang einen Fotografen und der macht halt, ja, geht seinem Job nach und da kommt dann halt eine Dorfschönheit, macht ihm schöne Augen und der wird dann aber brutal von der Stadtbevölkerung getötet, also richtig geschlachtet wird der, alles vom Vorspann und die filmen das Ganze, machen Fotos mit seiner eigenen Kamera, filmen das Ganze und so weiter und so fort. Makaber. Ja. Wirklich gut. Der Film war ja auch, hier steht es ja auch, jahrelang indiziert und jetzt ungeschnitten und unzensiert ab 16. Genau wie Tanz der Teufel, was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann. Also Tanz der Teufel ist doch kein 16er Titel, jetzt mal im Ernst. Ja, der ist schon eklig. Ja eben, ist doch kein 16er Titel. Ach so. Ist doch ganz klar, also der wäre bei mir ab 18 auf jeden Fall. Ich bin gerade bei Braindead. Ja, der auch, der klar, das natürlich. Ich weiß gar nicht. Naja, und der neue Sheriff kann das nicht sein. Ich habe noch nicht gesehen. Der ist, das kommt dann raus, mit dieser jungen Frau, die da war, ist der verheiratet. Ah. Ja. Und da kommt es immer wieder. Ist das wieder, ein abgekatertes Spiel? Ich sag mal so, es ist nicht so, wie du erwartest. Jedenfalls, da sterben immer wieder Leute und Leute, die von außerhalb kommen und die verschwinden. Und gleichzeitig, ich werde nichts sagen. Guckt ihn euch an. Der Film ist super. Der ist wirklich gut. Aber er ist leider nicht so gut gemacht. Er ist nicht so gut gealtert. Die Story ist großartig. Der Schluss ist, der haut einen wirklich um. Also der Schluss, der hat mich wirklich umgehauen. Selbst wenn man schon vorher denkt, ah ja, klar, okay, man kommt irgendwann dahinter. Ja, so wird es sein. Ja. Und trotzdem hat er nochmal so eine finale Schlusspointe, wo du nicht mitrechnest. Es ist gut. Ist wirklich ein guter Film. Okay. Ganz tolle Effekte auch von... Schreibt in die Kommentare, wenn er es nicht findet. Ah, Stan Winston. Ach so. Effekte von Stan Winston, ja, genau. Und die Macher, ich weiß nicht, ob Regisseur, auf jeden Fall der Alien geschrieben hat. Mhm. Alien, ja. Mhm. Okay. Ja, großartig. Toller Film. Ganz, ganz großartiger Film. Es gibt so viele Remakes. Und das ist jetzt etwas, was ich nochmal ganz kurz hier einfach mal so in die Runde reinschmeißen möchte. Warum macht ihr Remakes von Filmen, die zu ihrer Zeit erfolgreich waren? Wir brauchen kein Remake von Halloween, wir brauchen kein Remake von Freitag der 13. oder ein Remake von Nebel des Grauens, und also Filme, die sowieso schon Hits waren. Mhm. Was ich befürworten würde, wären Remakes von Filmen, die eine super Geschichte hatten, aber aufgrund der Technik oder was auch immer, fehlendem Budget damals, nicht so umgesetzt werden konnten.
Wenn man die jetzt nochmal mit einem Remake versehen würde und die dann so macht, wie es der Vorlage... schönes Beispiel ist Dune. Ja. Dune war ein guter Film, keine Frage, aber das Remake sieht jetzt so aus, ich habe nur den ersten gesehen, muss man dazu, ich kenne den zweiten noch nicht, aber das Remake sieht jetzt so aus, wie es aussehen soll. Mhm. Und jetzt verstehe ich auch endlich alles. habe ich beim David Lynch Film, war Lynch? Das war Lynch, ne? David Lynch? Weiß der, ich der nicht. Alte. Habe ich beim alten Film nicht verstanden. Ich dachte, wer ist das? Was macht er da? Ich habe damals nur gehört, von wegen, der hat den Film so gedreht und der ist so, so extrem ja, gekürzt worden von, ja. Der, von der Thematik her. So habe ich damals, als SMS noch echt teuer waren, SMS geschrieben. Ich habe quasi, ich habe quasi ganze Wörter nur mit einem Buchstaben formuliert. Ja, aber gut, das ich habe ja die Langfassung schon, ne? Aber trotzdem. Also, ne? Also wenn man Filme, also wenn man Remakes von Filmen macht und die dann quasi so macht, wie man sie hätte machen sollen, was aber nicht ging, dann macht das Sinn. Hiervon ein Remake mit guten Schauspielern ja, dann, der geht durch die Decke. Ich bin ziemlich sicher, weil die Story ist super. So, jetzt kommen wir zu zwei Filmen, die wir von dem Ralf, von Ralf Todd Talks, ich weiß nicht mehr, Anfang des Monats haben wir die in einem Mystery-Paket bekommen. Das Unboxing verlinke ich euch im Anschluss, weil der Name ist mir gerade entfallen. Teddy Talks Ralf, Ralf auf jeden Fall. Der hat uns die geschickt. Ja. Und wenn du sagst, ja, von wegen... gib mir den anderen auch. Da haben wir ja schon drüber, als wir sie ausgepackt haben. Das ist Hollow Man und Lola Rent. Mhm. Und jetzt, wo du dich so für Remakes von Filmen, die es damals nicht besser konnten, aber von der Thematik her stark gemacht hast. Genau. Es geht aber auch andersrum. Hollow Man zum Beispiel. Ja, Hollow Man ist ja kein Remake in dem Sinn. Mhm. Nee, das basiert zwar lose auf der Geschichte von Wells, ist aber der Film hier. Das ist kein Remake von Der Unsichtbare. Und der Neue erzählt auch eine ganz andere Geschichte. Okay. Also das kann man nicht vergleichen. Das ist die gleiche Thematik, aber ist ein ganz anderer Film. Also da auch die Handlung ist komplett anders. Okay. Die Figuren sind anders. Also da sind keine Parallelen, außer dass da ein Wissenschaftler ist, der sich unsichtbar gemacht. Wobei der aber reicht das nicht schon irgendwo als von einer Grundgeschichte ausgehend, um als Remake zu gelten, wenn man nur das Grundthema nimmt? Also ich sag mal so, der Original Unsichtbare von Wells, der auch damals mit Claude Rains verfilmt worden ist, das war ein Wissenschaftler, der hat sich dieses Serum gespritzt und wurde daraufhin unsichtbar. Mhm. Und weil er nicht mehr sichtbar werden konnte, ist er durchgedreht und wurde zum Gewalttäter. Mhm. So, im Hollow Man, in dem neuen, nicht der hier, sondern der neue Hollow Man, da hat er nur einen Anzug entwickelt. Wenn er den anzieht, ist er unsichtbar. Das heißt, er ist gar nicht unsichtbar, der hat nur so eine Art Tarnanzug. Ach so, okay. Und der ist ein Stalker, das ist ein, das ist auch, der ist aber eh schon ein Psycho. Der ist, ja genau, und der stellt halt seiner Ex-Frau nach. Und das ist also eine ganz andere Geschichte. Dann Chevy Chase böse. Chevy Chase ist wieder was anderes. Da, das ist, nein. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, genau. Aber nee, ich muss ja immer mit der arbeiten. So ja, ich hab mir ja ausgesucht. So, und last but not least haben wir hier noch diese Filmbox gekauft. Da müssen wir aber auch nichts zu sagen, weil ich denke, da haben wir alles zugesagt, was zu sagen war. Ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil sonst denkt C.C. Baxter, hey, er fängt wieder an. Und zwar ist das die Ist ja irre Carry On Box Volume 2 mit der Schiffskoch ist seekrank, diese müden Taxifahrer, nicht so toll süßer und eine abgetakelte Fregatte. Den haben wir uns noch gekauft, damit wir die alle haben, damit wir über alle reden können, weil wir mussten uns ja alle ansehen. Und die abgetakelte Fregatte fehlte und der Schiffskoch ist seekrank, den hatten wir geguckt, aber in einer Qualität, wo man sagt... Deswegen habe ich mir die Box noch geholt, damit wir die Reihe komplett haben. Das Video dazu verlinke ich euch im Anschluss an dieses. Und zwar jetzt gleich, weil wir sind durch. Ja. Das war's. Mhm. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ja. Und wenn ja, warum auch nicht? Genau. Ja.
Wir sehen uns dann nächste Woche morgen, beziehungsweise morgen ist Sonntag, aber Montag kommt natürlich kein Video, ist ja Ostern, ist ja quasi wie Sonntag. Dafür geht es dann aller Voraussicht nach Dienstag weiter. Ihr habt ja gesehen, es gibt 2 Unboxings. Dann haben wir noch ein Hörspiel vorzustellen. Dann möchte ich noch über die Gates of Hell-Filme sprechen. Ja, und dann gehen wir ja auch mit rasenden Schritten auf den Mai zu, schon fast. Ja. Und da gibt es dann endlich, hoffentlich bald die Bienen, mal... Die Bienen! Ja, gibt es ein Original versus Remake. Und sie hat es jetzt gerade schon angeteasert. Mehr werde ich dazu auch nicht sagen. Vielleicht wisst ihr schon, womit wir unsere Original versus Remake-Reihe wieder aufleben lassen. Ja. Bienen. Mit Bienen. Tödliche Bötchen. Frohe Ostertage. Ja. Macht's schön. Macht's euch gemütlich. Und denkt immer dran, Ostern geht's nicht um Geschenke, sondern es geht ums Nageln. Oh. Eine Swackerfreitag, ne? Ja. Ich habe auf Instagram auf die Frage einer Mami geantwortet. Und wie verlebt ihr die Ostertage? Konnte man dann auswählen, eine ruhige Kugel schieben. Oder das zweite, was mich nicht interessiert hat, ich habe ruhige Kugel schieben angeklickt und darunter noch geschrieben, nein, unsere Kugel wird nicht geschoben, sie liegt. Genau. Punkt. Heute wird die Wohnung mal richtig abgewohnt. Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt geil. Und wie immer, tschüss mit Ö. Viel Spaß beim Eiersuchen. Eure Becky. Und der Michi. Oder Eier ausblasen. Ne? Blasen, Bibi. Nicht, nee, wie war das? Ja. Okay. Husten, nicht blasen. Genau, husten, nicht blasen. Ja, ich habe es wieder versorgt.